Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wieder hier an den Bildschirmen, heute Freitag, passend zum Thema die Linke und die USA-Wahlen. Ich habe mir heute eingeladen Diego Rivas und Emily Lines. Beide sind im Vorstand von Democrat Approach. Es wird natürlich um die Wahlen gehen. Wir haben gebannt auf die Wahllokale geschaut. Und es deutet sich ja am Ende ein, ich finde, glückliches Ergebnis an. Aber darüber werden wir noch sprechen. Es gibt auch ein kleines Jubiläum. Heute ist der 30. Web-Talk seit der Corona-Krise. Insofern ist auch das ein Anlass zur Freude. Aber jetzt will ich direkt Emily und Diego das Wort geben. Sag mal, habt ihr eigentlich in den letzten Tagen irgendwann mal geschlafen? Also ich kann gerne anfangen. Also ich habe am Dienstag Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ich habe vielleicht am Mittwoch ein paar Stunden mich hingelegt, aber ansonsten gar nicht geschlafen. Aber die letzten paar Tage habe ich versucht, mich auszuruhen. Aber natürlich bin ich immer noch müde und auch sehr angespannt, wie das alles ausgeht. Wie sieht es aus bei dir? Ja, also ich habe versucht zu schlafen. Ich dachte, okay, Dienstagabend, ja, wir werden sowieso kein Ergebnis haben. Und okay, ich schlafe 5, 6 Stunden oder so. Aber mein Körper hat andere Ideen. Also irgendwie 3, 4 Uhr morgens hat gesagt, Diego, steh auf, guck die Nachrichten. Und ja, ich freue mich aufs Wochenende und ein bisschen Ruhe zu haben. Und wie ist denn jetzt der aktuelle Stand der Auszählung? Es sind noch ein paar Swing States offen. Wie schätzt ihr das ein? Wann können wir ein Ergebnis haben? Und vor allen Dingen habt ihr, jenseits dessen, dass ihr natürlich optimistisch seid, dass Biden gewinnt, aber habt ihr da auch eine Einschätzung, die sagt, das und das wird wohl rauskommen in den nächsten Stunden und Tagen? Also ich glaube, dass wir werden bestimmt Ergebnisse entweder heute Abend haben oder am Wochenende. Also die sind alle in Pennsylvania und Georgia sehr beschäftigt und immer noch dabei, alle Stimmzettel zu zählen. Ich denke, was die schon angekündigt haben, dass die werden bald so Ergebnisse haben. Also es gibt ein paar Bundesstaaten, zum Beispiel wie Nevada, das wird noch dauern. Die haben das schon auch gesagt, dass es bis 12. November dauert. Natürlich kann mehr Stimmen reinkommen. Also in North Carolina zum Beispiel, die nehmen die Stimmzettel, die schon abgeschickt waren vor 3. November, aber bis zum 12. November werden die angenommen. Also es könnte dauern, bis wir hundertprozentig alle Stimmzettel gezählt haben. Aber ich denke, am Wochenende auf jeden Fall können wir dann schon feiern. Jetzt aber mal dann zum Politischen. Und zwar auch da ein bisschen Wasser vielleicht in den Wein. Ich hoffe, dass es gut ausgeht. Aber trotzdem, die Hoffnung auf den Erdrutschsieg von Biden hat sich ja so ein bisschen zerschlagen. Und als ich die ersten Ergebnisse sah, war ich doch ein bisschen schockiert darüber, wie gut eigentlich Trump trotzdem abgeschnitten hat gegenüber den Ergebnissen, die ja in den Prognosen vorhergesagt waren. Habt ihr eine Erklärung, warum die Demoskopen so weit weg waren? Ja, also klar, für mich ist auch sehr enttäuschend, also das ist unser Land da und es geht es um nicht nur Trump zu besiegen, aber wir wollen irgendwie sichern, dass wir ein Land haben, die eigentlich die Menschenrechte von allen Minderheiten da wirklich verteidigt. Also wenn wir irgendwie nach Hause schauen und wir sehen, dass irgendwie knapp 70 Millionen Leute, aber eigentlich haben für Trump gestimmt, das ist wirklich, also ich kann nur enttäuschend sagen, was ist der Grund dafür? Das ist die große Frage. Ich glaube, dass wir werden irgendwie mehrere Gründe dafür haben. Und ich glaube, am Ende des Tages ist irgendwie viele Leute, sie haben nur zwei Möglichkeiten. Sie könnten entweder für Demokraten oder Republikaner wählen. Und ich glaube, dass viele, und das kann ich gar nichts verstehen oder nachvollziehen, viele denken, okay, die Demokraten sind nicht für mich. Und ich wähle lieber Republikaner. Und ja, okay. Trump hat doch uns einen Sitz auf dem Supreme Court gebracht. Er hat doch irgendwie weniger Steuer für mich. Irgendwie, ich muss weniger Steuer zahlen und für mich das reicht. Und deswegen wähle ich immer noch Republikaner. Ich verhehle ja auch nicht, dass insbesondere bei den Wählerinnen und Wählern der deutschen Linken natürlich Bernie Sanders das absolute Idol ist. Und jetzt waren wir natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass er dann am Ende nicht die Vorwahlen gewonnen hat. Aber ist es denn so ein Punkt, dass sich trotzdem alle hinter Biden versammelt haben? Oder war auch diese Frage im Vorfeld eine Schwächung der Demokraten?
Ja, ich nehme diese Frage auch, weil ich ein Delegierter für Bernie Sanders zum 2020 Democratic National Convention war. Also ich war ein offizieller Vertreter für ihn und ich habe eigentlich für ihn da vor 2-3 Monaten im August gestimmt. Und klar, ich glaube, dass viele waren sehr enttäuscht, aber müssen es ein bisschen breiter sehen. Eine Stimme für Biden ist nicht nur für Biden. Es bringt uns die Möglichkeit, dass irgendwie auch unsere anderen Helden, zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez, sogar die Möglichkeit hat, da in House Representatives nicht nur irgendwie Ideen und Gesetze umzusetzen, aber dann, dass sie hat auch irgendwie die Unterstützung da auf die exekutive Branche. Klar, ich habe mit anderen Bernie-UnterstützerInnen geredet. Viele waren immer noch irgendwie nicht super begeistert für Biden zu stimmen, aber haben sie fast 99% das gemacht, weil das Gefahr von Trump viel größer als ja, alles andere ist. Und wie sieht es jetzt aus? Also mal unterstellt, Biden wird Präsident. Was wäre euer Wunsch? Wo muss sich eigentlich die US-amerikanische Politik ändern und was wird sich ändern? Was haltet ihr für realistisch? Wo gibt es tatsächlich Verbesserungen im Sozialbereich, im Friedensbereich, in der Außenpolitik? Natürlich interessiert unsere Wählerinnen und Wähler, die Leute in der Bundesrepublik auch, wird es eine andere Außenpolitik geben? Wird es auch mehr friedliche, mehr multilaterale außenpolitische Entscheidungen geben? Oder geht das so weiter? Führt Biden doch nur die Politik von Trump fort? Wie schätzt ihr das ein? Also ich denke, er muss zuerst einfach auf Merkel fokussieren und auf die Pandemiesituation konzentrieren. Also leider können wir nicht so viel weitermachen, ohne die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Also das ist ganz klar, dass Trump gar nicht da richtig gehandelt hat und dass wir jetzt über 230.000 Menschen schon gestorben sind und es geht einfach weiter bergauf. Also das geht nicht, das müssen wir erstmal klären und unter Kontrolle bringen. Aber ich denke, er wird bestimmt eine starke Person für als Außenminister finden und es wird auch wie in der Zeit von Obama, es wird jemand, der wirklich relativ unabhängig arbeiten kann und dann wirklich ins Welt gehen kann und dann mit Leute treffen und versuchen, diese Beziehungen zu reparieren. Also ich weiß zumindest mit Europa und unseren alliierten Freunden, Trump hat ganz viele Schäden gemacht und hoffentlich können wir jemanden, der uns besser vertreten und auch eine bessere Position vertreten und diese Sache besser machen. Also ich denke, wir werden erstmal auf Amerika, also unsere Innenpolitik konzentrieren, aber relativ bald dann auch an Außenpolitik. Welche innenpolitischen Entscheidungen erwartet ihr für den Fall eines Sieges von Biden jetzt unmittelbar? Ich glaube, er wird bestimmt auf Gesundheitsreform nochmal gehen. Also natürlich kommt es darauf an, wie das am Ende im Kongress ist. Wenn wir doch keine Mehrheit im Senat haben, dann wird das ein bisschen schwieriger. Aber wir haben trotzdem den Haus gewonnen. Ich glaube, die Mehrheit werden wir behalten. Und da werden wir bestimmt auf Gesundheitsreform erstmal gehen und dann vielleicht noch diese Steuerreform auch nochmal und das anders zu machen. Ja. Und ich würde auch kurz dazu sagen, ich finde, ja, genau wie Emily gesagt hat, was sehr irgendwie, jetzt kommt der zweite Kampf und das ist irgendwie, wir werden einen Senat haben, die eigentlich gar keine demokratische Mehrheit haben wird, aber auch sogar gar keine republikanische Mehrheit haben wird. Und dann, was machen wir? Also sogar in den letzten paar Jahren hat die Senat nicht so viel gemacht. Und wie ich das verstehe, irgendwie eine Möglichkeit für eine kleine Koalition oder bipartisan Arbeit wird Infrastruktur. Und ich kann das nur hoffen, dass irgendwie diese Art von Infrastruktur wird irgendwie auch irgendwie eingebunden mit einer Art von Green New Deal. Das für mich ist eine Hoffnung, aber es wird, wie gesagt, schwierig. Gerade haben wir nur 48 SenatorInnen aus den Demokraten und sogar alle von diesen 48, sie sind nicht irgendwie alle super progressiv oder super
gute Freunde vom Green New Deal sozusagen. Und das wird irgendwie, ja, das nächste große Kampf, finde ich. Lass uns mal zu den Wählerinnen und Wählern zunächst mal von Biden kommen. Also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist eine große Wählergruppe sind die schwarzen Frauen gewesen, die offenbar Biden zum Sieg verholfen haben. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, ne? Ja. Und wie ist aber eigentlich jetzt in der Zukunft geplant, auch diejenigen zu gewinnen, die, und ich kann es nach wie vor noch sehr schwer verstehen, weiterhin Trump wählen, obwohl doch relativ offensichtlich ist, was für eine politische Unkultur, was auch für eine unsoziale, auch rassistische Politik verfolgt wird. Wie wird das bei euch diskutiert? Es geht natürlich auch darum, wie wir in solchen Situationen im Prinzip auf Leute zugehen und sie zurückgewinnen können. Das ist ja auch unter anderem ein deutsches Problem. Wir haben ja ähnliche Situationen bei uns. Aber wie diskutiert ihr das in den USA? Wie wollt ihr diese Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Beziehungsweise warum sind sie überhaupt auf dem Trump-Trip? Also ich denke, dass bei uns, wir diskutieren das schon und egal wie das ausgeht, wie Diego schon meinte, also das ist natürlich nicht die Ergebnisse, die wir genau hatten, gewünscht haben. Und da müssen wir trotzdem auf unsere Partei gucken und reflektieren, was können wir dann besser machen. Und ich glaube, egal welche Gruppe das ist, wir müssen einfach versuchen, unsere Message besser zu kaufen und dass die Leute das verstehen können. Dass wir sind erstens keine Sozialisten, wie Trump es gemacht hat. Also das stimmt eigentlich nicht, aber es ist ganz klar, dass viele Leute in den USA verstehen gar nicht überhaupt, was Sozialismus ist. Da müssen wir das besser erklären, wo genau wir stehen und was für Werte wir haben. Und dass wir wirklich alle, wir wollen, dass alle Leute in unser Land besser geht, nicht nur bestimmte Gruppe von Leuten. Wir sind auch keine Eliten, was auch manchmal ganz oft gesagt ist. Das habe ich auch öfter gehört, dass die Demokraten sind nur auf der Ost- oder Westküste. Und das finde ich, das stimmt überhaupt nicht. Also wir haben auch gesehen in den letzten 4 Jahren, die Leute haben sich wirklich mobilisiert, auch in den Mittelwest oder so, auch wirklich diese Flyover States, wo viele Leute sind, die haben sich mobilisiert. Und wir sind schon dabei zu versuchen, mehr Leute auf unsere Seite zu bekommen, mehr Unterstützung zu bekommen. Und ich glaube, das werden wir einfach weitermachen und gucken, wie wir uns besser so verkaufen können. Und auch, ich finde, es ist sehr wichtig, irgendwie auch zu sagen, hier in dieser Runde, dass in 2016 gab 100 Millionen WählerInnen, die eigentlich gar nichts gewählt haben, also Menschen, die nicht gewählt haben. Und das ist ein großes Problem. Also dieses Jahr, klar, sehen wir eine erhöhte Menge von Leuten, die eigentlich doch wählen gehen. Und das ist total schön. Aber dann die Frage ist, was ist mit diesen Leuten? Warum sind sie nicht engagiert? Klar, eine Antwort ist auch, ist, dass es wirklich schwierig zu wählen in den USA. Und das sehen wir jetzt gerade in Georgia, der Bundesstaat, weil wirklich in den letzten 2 Jahren gab es viele Mobilisierungen da, um zu erleichtern, dass mehr Leute eigentlich doch wählen können. Und wir sehen, dass wenn mehr Leute wählen, dann die Demokraten gewinnen. Aber es liegt nur irgendwie, das ist das ein Punkt. Aber natürlich auch müssen wir, ich glaube, wie Emily ja gesagt hat, dass irgendwie viele, wir kämpfen nicht nur für die Demokraten, wir kämpfen auch für die Gesellschaft und für die Minderheiten, nicht nur ethnische Minderheiten, aber auch irgendwie Minderheiten von also Communities, die nicht so viel Geld haben. Und irgendwie, wir müssen das kommunizieren, dass wir sind da, um ein progressiver, zum Beispiel, wir sind die Partei, die für den Mindestlohn kämpfen. Wir sind die Partei, die eigentlich für kostenlose Unis kämpfen. You know, wir sind die Partei, die irgendwie diese progressive Politik wirklich umsetzen können. Und vielleicht müssen wir ein bisschen nachgucken und schauen, okay, wie können wir das vielleicht besser an eine breitere Menge von Leuten wirklich kommunizieren, sodass irgendwie diese Botschaft klar ist. Es gibt ja gerade auch unter den Trump-Wählern ganz viele, die diesen amerikanischen Traum nicht mehr so richtig glauben. You can make it if you try, war ja sozusagen auch eine große Aussage. Und ich habe jetzt letztens gelesen, dass viele Wählerinnen und Wähler von Trump
gerade das nicht mehr für sich sozusagen annehmen können, weil sie glauben, es wird nicht mehr für sie zutreffen und dann eben auch nicht mehr ausgelacht werden wollen. Ist es aus eurer Sicht ein Grund, warum sie trotzdem bei Trump bleiben, obwohl dieser Politiker ja nicht nur reaktionär, sondern auch eigentlich ziemlich peinlich ist? Diego? Ja, also zum Thema amerikanischen Traum. Ja, also für mich persönlich, ich finde, dass es war nie wirklich ein Traum, eher vielleicht ein Mythos oder so, muss ich das jetzt sagen. Und ich glaube irgendwie, dass was ganz schwierig ist, ist, dass es, ob es ein Traum oder ein Mythos ist oder auch ob das wirklich, wirklich geglaubt ist oder so, ist wirklich eine Sache, die wirklich tief in unserer Kultur ist und tief in, wie wir irgendwie unsere Politik und Gesellschaft verstehen. Und ich glaube, dass irgendwie, wenn man an Trump denkt, er ist eine Reflexion, er spiegelt eigentlich genau diesen Traum, der amerikanischen Traum. Und viele Leute sehen das in ihm und die wollen das auch haben. Und deswegen unterstütze die ihn. Ich glaube auch, dass Trump hat sich sehr gut verkauft als erfolgreicher Geschäftsmann. Und er hat sein Geschäft ganz groß gemacht, ganz viel Geld verdient und so weiter, was eigentlich nicht stimmt. Also das wissen wir alle, dass er kein guter Geschäftsmann ist. Aber trotzdem, er diese Art zu sagen, ich bin ein normaler Mensch, ich bin wie euch, also wie ein Geschäftsmann, er hat was verkauft. Die Leute haben das verstanden und geglaubt. Und ich denke auch, dass für viele, die wollen jetzt nicht sagen, ja, wir hatten das falsch. Also wir haben eine schlechte Entscheidung gemacht und wir müssen das jetzt ändern. Und er hat ganz viele schlechte Dinge gemacht. Ich glaube, ein Unterschied, also im Gegenteil, viele Leute haben sich wirklich so festgemacht und sagt, nee, ich bleibe bei ihm. Er hat ihn runtergemacht. Er hat ganz immer versucht, ihm zu sagen, dass er schlecht war. Er hat gelügt oder so und das stimmt nicht. Und die Medien und Fake News und so weiter. Also ich glaube, die haben deswegen auch bei ihm geblieben, weil die wollten sagen, nee, das war keine falsche Entscheidung. Ich habe die richtige getroffen und ja, es war eine Pandemie, aber das könnte bei jeder passieren und so weiter. Und ja, also ich glaube, durch diese Spaltung und auch, dass wir so ein Zwei-Parteien-System haben, das ist entweder oder, die Leute bleiben einfach bei ihm. Auch viele Leute sagen, ich habe immer Republikaner gewählt, ich kann nicht einen Demokrat wählen. Das geht nicht. So, jetzt haben wir auch schon ganz viele Leute bei Facebook und auch im Chat. Deswegen würde ich mal zu Thomas rübergeben. Was fragen die Leute? Was sagen die Leute? Worauf sind sie gespannt? Thomas? Ich werde gleich einen kleinen Überblick geben über die Debatte bei Facebook. Zunächst aber wie immer an der Stelle unser kleiner Hinweis. Es schauen da wieder sehr, sehr viele zu, auch auf Facebook, auch hier bei Zoom. Wenn ihr dieses Format toll findet und findet, auch eure Freunde sollen diese Debatte mitbekommen und beim nächsten Mal auch darauf hingewiesen werden, dann teilt doch einfach diesen Beitrag und bei euch, dann kriegen ja auch eure Freunde mit, dass diese Diskussion hier stattfindet und dass es dieses Format gibt. Vielen Dank dafür, wenn ihr das macht. Genau, also ich will mal mit einem Kommentar von Birgit Schneider beginnen und der bezieht sich auf dich und ich glaube, zeitlich passt das zu dieser Debatte, wo du auch gesprochen hast über das Gefühl, dass die, was Trump-Wählende möglicherweise haben, dieses Gefühl, dass sie keine Akzeptanz mehr haben. Birgit Schneider schreibt, Herr Schindler, diese Leute werden seit Jahrzehnten verarmt, die müssen wieder zurück ins Leben. Also insofern vielleicht eine Frage an dich da an der Stelle auch. Sonst, er hat jetzt ja schon ein bisschen über Bernie Sanders gesprochen. Damian schreibt, Bernie Sanders wäre der beste Mann für den Job. Da also auch nochmal die Frage, wäre es vielleicht, also steckt da ja ein bisschen dahinter, wäre es nicht besser gewesen, Bernie Sanders aufzustellen statt Joe Biden? Hätte er vielleicht ein besseres Ergebnis bekommen und nicht nur auch, würde er die bessere, linkere, sozialere Politik machen? Dann gibt es ja auch Debatten über die Briefwahl als solche. Also da gibt es, viele sagen, Briefwahl sei völlig üblich, da gäbe es kein Anzeichen für Wahlbetrug. Aber es gibt auch jemanden, der sagt, es ist wie bei Bayern München, es wird so lange gespielt, bis die Bayern gewonnen haben. Als BVB-Fan kenne ich dieses Problem.
Am Samstag spielen sie ja gegeneinander. Und die Geschichte wiederholt sich in den USA. George W. Bush hat ja auch die Wahlen erst spät gewonnen. Also da so ein bisschen so die Frage, na, läuft da alles rund? Dabei würde ich es erstmal belassen. Also einmal die Frage an dich, Jörg. Die Frage, wie das ist mit der Verarmung und dass die Menschen wieder ins Leben zurück müssen. Einmal die Frage, die dann eher an Emily geht, an Sanders und natürlich die Frage des ganzen Wahlprozederes, Briefwahl und dass jetzt so lange ausgezählt wird. Soweit erstmal, später dann vielleicht noch weitere Hinweise, Kommentare, die wir so finden. Ich kann natürlich relativ wenig über die US-amerikanische Lage sagen und will auf keinen Fall etwas tun, was sonst Politikerinnen und Politiker immer tun, nämlich über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben, insbesondere was die USA betrifft. Sondern ich kann erstmal nur allgemein sagen, dass gerade progressive Parteien, da zähle ich die Demokratische Partei der USA dazu, einen großen Auftrag haben. Und wenn sie den Auftrag nicht erfüllen, dann auch nicht mehr es wert sind, gewählt zu werden von einer großen Menge der Leute. Und zwar ist das der Auftrag, demokratische und soziale Verbesserungen durchzusetzen. Nun können die verschieden radikal sein und verschieden mit verschieden großer Breite und Tiefe, aber sie müssen dieses Ziel nachvollziehbar verfolgen. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie in eine tiefe Krise stürzen. Und mir scheint es tatsächlich auch in der Vergangenheit ein Problem gewesen zu sein, nicht nur in den USA, sondern auch in den europäischen Staaten. Und da ist es natürlich auch in der Bundesrepublik so, dass die linken Parteien, die progressiven Parteien den Beweis erbringen müssen, dass es mit ihnen nach vorne geht, dass soziale und demokratische Verbesserungen möglich sind. Und ich glaube, auch das ist in den USA der Schlüssel dafür, wieder an Leute ranzukommen, die sagen, es ändert sich doch ohnehin nichts. Jedenfalls können die progressiven Parteien für mich nichts gewinnen. Das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht ein ganz erheblicher Auftrag auch für uns bedeutet. Aber vielleicht jetzt auch an Emily und Diego die Fragen, die an euch gestellt sind. Ja, also ich kann auch ein bisschen so, ob Bernie Sanders ein besserer Kandidat wäre oder nicht. Das war eine Frage, richtig? Ja. Ja, also wie gesagt, also ich war, sogar ist vielleicht ein bisschen spannend, also 2015 habe ich Berlin for Bernie, eine kleine Unterstützungsgruppe hier in Berlin gegründet. Also man konnte mich irgendwie verstehen als Bernie Bro oder eine Person, die irgendwie Bernie liebt und so. Aber klar habe ich eigentlich vor ein paar Wochen mit viel Freude für Joe Biden gestimmt. Ich glaube, für mich diese Wahl ging es um, ja, ich sage Vergangenheit ging es um wirklich so Trump zu gewinnen, gegen Trump zu gewinnen, mussten wir einfach gegen ihn gewinnen. Und ich glaube, dass was Joe Biden wirklich sehr gut gemacht hat, ist dass er hat doch eine große, breite Koalition wirklich geschafft und auch aufgebaut, die eigentlich, werden wir sehen in den nächsten Tagen, aber wahrscheinlich erfolgreich werden. Aber ich muss auch kurz sagen, dass ich glaube, ist immer die Frage, okay, wer ist der beste Kandidat? USA ist ein Land von 330 Millionen Leuten und wenn wir reden über irgendwie progressive Politik, für mich irgendwie progressive Politik ist Politik, die man in der Communities macht, die man eher auf lokaler Ebene macht. Und ich bin sehr stolz, dass Bernie Sanders immer noch in der Senat ist. Und ich glaube, dass, irgendwie, wie ich am Anfang gesagt habe, gibt es so viele verschiedene Arten, wie wir irgendwie progressive Politik umsetzen können. Nicht nur in der House of Representatives, mit zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez und jetzt mehrere anderen, Jamal Bowman, Cory Bush, Marie Newman. Gibt es eine große Liste von diesen Personen, die echt progressive sind, die auch irgendwie, apropos ein demokratischer Präsident, brauchen. In Biden, aber auch da, ich komme auch ursprünglich aus Kalifornien, gibt es auch viele Möglichkeiten, da progressive Politik zu machen. Also wenn die Frage ist, okay, wer ist der beste Kandidat für 2020? Joe Biden war nicht meine erste Wahl, sogar nicht meine fünfte Wahl, aber er war unsere Wahl und es geht es um irgendwie ihn zu unterstützen, sodass Bernie bis Alexandria weitermachen könnte.
Und zu der die Frage zum Briefwahl und dieser Prozess, also ich glaube, das ist auch eigentlich normal, dass es so lange dauert. Ich glaube, wir, normalerweise natürlich wissen wir Dienstag nach oder Mittwoch morgen, wer gewonnen hat, nur weil so viele Leute vor Ort gewählt haben, aber leider diesmal hat das nicht passiert. Also viele Leute haben sich also Early Voting gemacht, die haben auch Briefwahl gemacht, auch im Ausland, und die haben die immer danach gezählt. Also das ist normal, dass es so passiert ist, aber das war nicht so in der Menge, dass wir so lange gewartet haben und dass es so einen großen Unterschied gemacht hat, dass wir haben gesagt, nee, erstmal warten, bevor wir irgendwas sagen, bis alle gezählt sind. Aber zu sagen, dass es irgendwie Betrug gibt oder so, das ist nie bestätigt geworden. Das ist ganz, ganz kleine Menge, wenn das passiert ist. Und ich denke, dass es so keinen großen Unterschied macht. Und was Trump sagt, ist auch, stimmt auch gar nicht. Und die sind auch nur Lügen und so. Und er will nur Missvertrauen in das System bringen. Aber dass es so lange dauert, glaube ich, ist normal. Aber wir haben das nie so richtig kapiert vorher, weil es nicht so in eine Menge war wie jetzt. Nochmal zurück, aber auch zur Außenpolitik. Zum einen habe ich gelesen, Biden hat angekündigt, für den Fall, dass er Präsident wird, das Klimaschutzabkommen wieder zu unterzeichnen. Das finde ich gut, richtig gut. Der zweite Punkt, der mir allerdings auch ein bisschen auf den Nägeln brennt, ist die Frage, wird er denn eigentlich in die multilateralen Verträge, die sich insbesondere um Atomwaffen und Frieden ranken, wird er denn da wieder einsteigen? Also um es mal konkret zu machen, das Abkommen mit dem Iran, wird das wieder in Kraft gesetzt werden? Das Abkommen auch über andere Punkte der Außenpolitik, wird es da neue Abkommen geben? Also von was ich weiß, er wird auf jeden Fall in den Klimaabkommen wieder einsteigen, aber auch dieses Iran-Abkommen hat er auch gesagt, er wird das wieder machen, auch nur wenn Iran wieder auf den Standards kommt. Ich weiß nicht, wie sich jetzt das geändert hat, aber er ist offen dafür und ich glaube, das wird er dann machen, wenn ja, alles geregelt ist, aber da habe ich keine Sorge, dass er das nicht mag und auch diese andere Nuklear-Sachen und andere multilaterale Abkommen, das wird er bestimmt wieder machen. Okay, das heißt, wir können hoffen, dass es auch eine politische Veränderung geben wird, auch im außenpolitischen Bereich, nicht nur im sozialen, sondern auch im außenpolitischen Bereich. Ja, auf jeden Fall. Noch ein Punkt dann auch zur Frage der Gesundheitspolitik. Das ist ja ein großes Thema auch gewesen jetzt im US-amerikanischen Wahlkampf. Für uns ist das ja kaum vorstellbar, dass so viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner ohne Krankenversicherung sind. Wie möchte Biden das eigentlich verändern? Ja, ist auch wirklich schwierig für mich zu verstehen. Und es vor allem jetzt werden ein eine Pandemie ist wirklich eine Katastrophe und einfach nicht akzeptabel. Das war ein großer Streit da letzten Sommer beim Parteitag der Demokraten, da im August und auch davor. Und für viele, was er wirklich jetzt hat, ist, es geht nicht weit genug. Viele aus der progressiven Flügel wollen, dass wir was wie Medicare for All wirklich umsetzen. Das ist irgendwie eigentlich noch ein Schritt weiter, sogar was wir hier in Deutschland haben, sozusagen. Es wird alle private Krankenversicherung abschaffen. Also das ist deutlich, man könnte das wirklich radikal benennen. Der aktuelle Plan, was im Parteiprogramm steht, hat zwei irgendwie interessante Sachen und auch zwei gute Fortschritte. Erstens wird die Älter von, wenn ein Mann oder eine Frau für Medicare qualifiziert, also gerade steht bei 55, es steht bei 60 und es wird unter bis zum 55 gehen. Also das ist ein auf jeden Fall guter Schritt. Und ein zweiter guter Schritt wäre die Public Option. Also alle werden die Möglichkeit, eine öffentliche Krankenversicherung zu bewerben und auch bekommen. Und eigentlich, wenn das wirklich gut geht, wir werden dann in den USA ein ähnliches System, wie wir hier in Deutschland haben.
Habe ich noch eine Frage hier im Chat. Wie wird denn Bidens Wirksamkeit im Amt eingeschätzt? Stichwort Niederlage der Demokratinnen im Senat, fragt Lena Güngör. Wie schätzt ihr das ein? Also es steht noch nicht fest, ob wir die Mehrheit haben oder nicht. Also es wird wahrscheinlich zwei Runoffs, heißt das, in Georgia im Januar sein. Und da werden wir sehen, ob wir die Mehrheit bekommen oder nicht. Also wenn wir die bekommen, natürlich wird das, natürlich hat er dann mehr Wirksamkeit, als wenn wir die Minderheit sind. Aber ich denke, weil das so nah ist, es wäre trotzdem möglich, dass wir irgendwie irgendwas durchsetzen können. Also ich denke, Mitch McConnell kann nicht immer jeden Tag für noch 4 Jahren sagen, nee, wir machen das nicht, wir machen gar nicht für die nächsten 4 Jahre. Also es gibt, wie gesagt, eine Pandemie noch und wir müssen das irgendwie unter Kontrolle bringen. Wir müssen das adressieren. Also er kann das nicht einfach ignorieren. Und die Leute können das auch nicht durchhalten, dass wir in 4 Jahren nichts hinbekommen. Also ich denke, egal, ob wir die Mehrheit und die Minderheit haben, werden wir irgendwas durchsetzen können. Natürlich werden wir mehr wirksam vorher, wenn wir Mehrheit haben, aber ich denke, das ist relativ näher als vorher und dann können wir was machen. So, und jetzt gibt es auch wieder ein paar Fragen im Chat. Wir machen eine zweite Runde. Thomas, welche Fragen gibt es weiterhin auf Facebook? Ja, also es es gibt eine Frage, die sich zur ganz konkreten Politik eine Frage hat, nämlich die Frage der Steuersenkungen. Das ist eine Frage, die uns auch in Europa durchaus interessiert, weil es da so eine Art Dumping-Effekt hat. Die Frage ist, wird die Steuersenkung von Trump zurückgenommen werden? Also man kann da vielleicht auch ergänzen, kann Biden sie überhaupt zurücknehmen, wenn er es wollte? Ich meine, gerade das Stichwort ist ja schon genannt, unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse, andere Mehrheitsverhältnisse im Senat, wo die Republikaner weiterhin eine Mehrheit haben werden. Dann gibt es eine Aussage, die sagt, was Trump in den Medien und auf Facebook über Lügen verbreitet, die den sozialen Frieden bedrohen und die amerikanische Demokratie verzerren können, ist vielleicht ein Plan für die Populisten, die Demokratie zu zerstören. Also da sozusagen die Frage, ob diese Art, wie Trump im Moment Politik macht, wie er auch über Facebook und die sozialen Medien agiert, jetzt auch in seinen Pressekonferenzen, ob das eigentlich der eigentliche Plan ist von rechten Populisten, die Demokratie zu zerstören, wie da eure Einschätzung ist. Und dann gibt es noch von Joachim die Frage oder den Hinweis, wird dieses Land vielleicht einfach für zu wichtig erachtet? Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Frage. Also, die erste Frage, wird die USA für so wichtig erachtet? Die zweite Frage, steckt sozusagen hinter dem Vorgehen von Trump und anderen rechten Populisten ein Plan, die Demokratie zu zerstören? Und die Frage nach den Steuersenkungen, ob die zurückgenommen werden? Das sind nochmal 3 konkrete Fragen. Also zum Steuersenken, ich glaube, er wird auf jeden Fall versuchen, das zu ändern. Das hat er schon mehrmals gesagt, dass er wird das ändern und dass die reichen Leute, also die Leute, die, ich weiß nicht, wie viel eigentlich, aber dass diese Leute mehr Steuer bezahlen müssen und es gibt eine bestimmte Grenze, was er schon genannt hat. Die Leute werden ihre Steuer nicht erhöht bekommen. Also das wird er auf jeden Fall drauf gehen und versuchen, dass so etwas passieren wird, das weiß ich nicht. Natürlich kommt das darauf an, wie das im Kongress ist. Und auch ein bisschen zum, diese Desinformationssachen, ich glaube, da müssen wir auch irgendwann das diskutieren und angehen. Und ich denke, das kommt auch in Zusammenhang mit dieser Spaltung, was wir jetzt erfahren. Und natürlich will Joe Biden das auch besser machen, dass wir irgendwie zusammenkommen. Und ja, dadurch wird er das adressieren. Ja, und einfach ein bisschen zu ergänzen. So hat er gesagt, dass irgendwie Leute, die bis zum, oder Haushälter, die bis zum $400,000 pro Jahr verdienen, dann werden keine mehr Steuer zahlen. Also dann alle, die mehr verdienen, dann sind irgendwie, haben die Möglichkeit, eine Steuererhöhung zu bekommen. Und ja, irgendwie die Zukunft der Rechte und so, das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Also ist auch wirklich verbunden mit der Frage, okay, warum hat so viele Leute eigentlich doch für Trump gestimmt? Und wenn Trump geht, das ist toll, das ist wirklich, wirklich gute Nachrichten, aber was ist mit der Zukunft von all seinen UnterstützerInnen?
Und das für mich ist eigentlich vielleicht, warum ich am Wochenende oder für nächste Woche, nächste viele Wochen vielleicht immer noch nicht so gut schlafen kann. Aber ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Ich glaube, was sehr spannend ist, irgendwie in viele kleine Städten und auch Dörfern und so weiter. Eigentlich gibt es gar kein gutes Journalismus oder gibt es keinen Journalismus überhaupt. Und das ist eine riesige Frage, wenn dann um Problem, wenn alle irgendwie so im Internet gehen und dann nur gibt es nur eine Quelle von Nachrichten und das ist Facebook. Das ist irgendwie ein eher nicht nur Zivilkrise sozusagen, weil wir brauchen guten Journalismus, da lokaler Journalismus auch, aber es hat viele Folgen und unter anderem die Möglichkeit, dass Unterstützer oder Nachfolgerinnen von Trump weiter gewinnen können. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben eine ganze Zeit lang gesprochen über die aktuellen Wahlen in den USA und dass wir hoffen, dass Biden gewinnt, dass es eine andere Politik geben soll. Ich nehme mit zwei Unterstützerinnen und Unterstützer für Biden hier in Deutschland von der Democrat Approach Berlin sagen, Biden wird einiges anders machen. Biden wird dem Klimaschutzabkommen beitreten. Biden wird die sozialen Ausgleiche verstärken. Für Reiche wird es höhere Steuern geben, für ärmere Amerikanerinnen und Amerikaner wiederum auf keinen Fall. Und Diego hat sogar die Hoffnung, dass es ein Gesundheitssystem gibt, was die privaten Krankenversicherungen zurückdrängt in den USA, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit besteht, dass alle in ein öffentliches Krankenversicherungssystem hineinkommen können. Das wäre eine sehr, sehr gute Nachricht. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche Diego, ich wünsche Emily alles Gute für den Fall, dass wir gewinnen, dass die Demokratie in den USA sich gegen solche reaktionären Populisten wie Trump erfolgreich wehrt. Und über alles andere reden wir dann natürlich auch später. Ich würde mich freuen, von euch wieder zu hören, insbesondere dann, wenn Trump endlich abgewählt ist und wir damit auch vielleicht einen kleinen Schritt gegen den Rassismus in den USA getan haben. Denn eins war wohl ganz offensichtlich, 4 Jahre Trump waren auch 4 Jahre üble rassistische Hetze. Ich hoffe, dass das einen deutlich anderen Verlauf in den nächsten 4 Jahren nimmt. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine kleine Ankündigung noch für nächste Woche. Am Donnerstag, den 12.11., sozusagen zur üblichen Zeit, der 31. Talk von mir wieder hier, diesmal dann mit Achim Truger. Achim Truger ist sogenannter Wirtschaftsweiser der Bundesregierung, benannt von den Gewerkschaften. Ich möchte mich mit ihm über eine linke Wirtschaftspolitik unterhalten. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Dankeschön, schönen Abend.